Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Orchestra 2. Heute mal wieder in Rising Storm unterwegs und heute werden wir einen ganz anderen Spielmodus testen, und zwar Countdown. Das ist auch so ein Spielmodus, der sehr wenig gespielt wird eigentlich, aber ich muss sagen, er ist ziemlich geil gemacht. Ist so ein bisschen an den Rush-Modus von Battlefield angelegt, nur dass man hier kein Objekt zerstören muss oder verteidigen muss, sondern man muss als Angreifer eben ein Gebiet erobern und die Verteidiger müssen das Gebiet halt verteidigen. Ist so ein bisschen wie der Horden-Modus, kann man sagen, aus diversen anderen Spielen. Man verteidigt praktisch an einer bestimmten Stelle und die Achsenmächte, also in dem Fall die Japaner, stürmen auf einen zu mit Katanern und verschiedenen Angriffen, mit Bonsai-Angriffen. Man muss das halt mehr oder weniger unter Kontrolle halten. Ist ganz lustig gemacht, wie ich finde. Und ihr seht schon, ich bin schon auf der alliierten Seite der Amerikaner. Und ja, heute mal am Donnerstag, am Dienstag und Mittwoch kamen ja zwei andere Spiele auf den Kanal. Am Dienstag kam ja die Arma 3-Kampagne Survivor, jedenfalls die erste Mission davon. Könnte ich mal reinziehen auf meinem Kanal. Und am gestrigen Tage, dem Mittwoch, gab es zwei Folgen von The Walking Dead Season 2. Mann, was für ein geiles Spiel, was für ein geiler Auftakt. Könnt ihr euch mal angucken. Ist alles auf dem Kanal verlinkt, alles schön geordnet in der Playlist. Einfach mal durchschauen, da werdet ihr auf jeden Fall fündig werden. Ansonsten auf Facebook vorbeischauen. Auf Facebook findet ihr alle Folgen klipp und klar geordnet. Alles kein Ding, kann man auf jeden Fall alles finden. Jetzt aber, wie gesagt, zu Rising Storm. Heute mal auf der Karte Guadalcanal. Ich denke mal, dieser Name wird einem so ein bisschen im Begriff sein. Also wer ganz viel oder ganz gut in Geschichten aufpasst, der wird das wahrscheinlich kennen. So, wir werden auf jeden Fall heute mal was Ruhigeres nehmen. Wir werden mal Scharfschutz nicht, wir werden mal die Springfield nehmen. Es war auch das Scharfschutzgewehr, aber nur diesmal ohne den Visieraufsatz. So, weiter. Und wir werden natürlich angreifen. Das Ganze ist so geordnet, dass man nach einer Zeit die Rolle wechseln muss. Das heißt, wir werden dann in der nächsten Runde, je nachdem wie gut wir abschneiden, dann die Seiten tauschen. Das heißt, die Alliierten greifen dann an. Ganz cool gemacht, muss ich sagen. Und wie gesagt, heute mal wieder gegen Bots. Ich glaube, der Spielmodus, also den kann man genauso wie das Panzergefecht nicht wirklich gut finden. Ist so gut wie unmöglich. Ja, Guadalcanal, eine sehr schöne Karte, in der Nacht angesiedelt. Und im Hintergrund brennt alles. Alles sehr schön gemacht. Und da kommen schon die ersten Angreifer. Das war kein Treffer. Genau so. Oh, ich sehe schon. Das Ganze natürlich wieder auf Realismus gesetzt. Genauso wie die KI, die sind alle auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ja, schon der erste verbrannt. Was man dazu sagen muss, zu diesem Bot-Modus hier, das ist den Offline-Spielmodus, den ich hier gerade verführe. Wow. Da gibt es zwar auch Rangaufstiege, aber die sind alle offline. Also heißen alles, was ich hier verdiene, Waffenaufstiege, Aufsätze und Rangaufstiege, die sind alle für den Offline-Modus vorbehalten. Das heißt, online habe ich genauso den gleichen Kram wie vorher. Das heißt, es ist alles getrennt. Ich finde auch ein sehr guter Schachzug. Denn so kann man sich ja nicht alles ercheaten, sage ich mal, oder ertricksen. Cheaten ist das zwar auch nicht, weil man muss sich genauso alles erkämpfen, aber es ist halt ein bisschen einfacher, denke ich. Und ich muss die Musik unbedingt lauter machen. Die Musik ist, wie gesagt, so ein Pluspunkt, was dieses Add-on ausmacht, Rising Storm. Und das Schöne ist, ihr könnt das demnächst gewinnen in meinem Weihnachtsgewinnspiel. Neben Verdor könnt ihr auch Rising Storm gewinnen einmal. Video folgt dazu in den nächsten Tagen. Einfach mal die Augen auf der Abo-Box festhalten und dann werdet ihr fündig werden. Und man merkt schon, die KI ist heute mal ein bisschen besser drauf. So, Restzeit eine Minute noch. Oh, ich bin heute mal... Jetzt ein Flammenwerfer. Ich weiß gar nicht wieso. Ich glaube sogar, in Countdown ist es so, dass man die Rollen wechseln kann. Also man wird immer jemandem zugewiesen. Deswegen war ich auf einmal gerade der Flammenwerfer-Typ. So, das war irgendwas Eigenartiges gerade. Aber wir haben es nicht geschafft, die erste Front zu verteidigen. Die Japaner haben uns da regelrecht ausgelöscht. Das können sie aber gut. Also so Angriffe, so Massen, das können die Japaner sehr gut. Und es gibt sogar einen oder anderen Moment, wo so ein Banzer-Angriff wirklich funktioniert. Kopfschuss, Kopfschuss waren das eben.
ich liebe diese Waffe. Die Springfield ist echt ein geiles Ding. Feuert schnell, ist sehr präzise und sehr tödlich. Man hat sogar vorne ein kleines Bajonett dran. Was wir wahrscheinlich in diesem Spielmodus nicht verwenden können. Dazu brauchen wir einen Nahkampf. Und das klingt uns nur, wenn jemand mit einem Katana auf uns zurennt. Ja, was der KI-Kamerad hier gerade gemacht hat und was man vielleicht hören konnte, waren die Fallen ausgelöst. Und zwar gibt es hier immer mal so kleine Dosen, die hängen. Hier sind sie. Kennt man ja auch vielleicht aus diversen Serien wie The Pacific, was man sehr gut empfehlen kann. The Pacific ist zwar nicht so ganz so toll wie Brothers, We Were Brothers, oder? So hieß es doch mal vom HBO. Und der Nachfolger ist doch The Pacific, was man nicht ganz so rangereicht hat an der Qualität des ersten oder des Vorgängers. Aber da gibt es auch so nette Gimmicks hier wie diese Dosen. Mit Steinen gefüllt. Um so eine kleine Alarmanlage zu haben. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie die erste Serienableger hieß. Ich glaube, We Were Brothers oder so, oder Brothers. Hab's schon wieder vergessen. Das ist eigentlich traurig. Ich habe das damals mehrmals gesehen. Und ist auf jeden Fall zu empfehlen für alle, die so ein bisschen auf sowas stehen, auf Krieg. So Anti-Kriegsdramen. Ich frage mich gerade, wo die Japaner sind. Einer lebt noch. Zwei leben noch. Tja. Ich mache was ganz Dummes und renne mal nach vorne. Ich komme mit den Namen gerade nicht klar. Oh. Ich glaube, das hieß nicht We Were Brothers. Wie hieß denn das? Richtig. Band of Brothers, so hieß es. Genau. Mensch. Peinlich für mich. Dafür, dass ich das so oft gesehen habe. Das war ein Treffer. Ja, und The Pacific ist der Nachfolger dieser erfolgreichen Serie. Und ist leider, wie gesagt, nicht so gut gewesen. Ich fand sie trotzdem super. Aber leider nicht so super. Der Vorgänger. Muss man gnadenlos zugeben. So, jetzt gibt es Seitenwechsel. Der Feind hat das Mission-CA nach 2 Minuten 5 erobert. Das heißt, wir müssen das Ganze schneller machen, um zu gewinnen. Ist also so ein kleiner Ansporn noch. Man könnte das natürlich einfach ein bisschen rumgammeln, aber nee, falsch gedacht. Man muss dieses Ziel, diesen Stützpunkt A schneller als 2 Minuten 5 erobern, also 2 Minuten 4 würde schon den Sieg bedeuten. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man noch B erobern. Ich glaube, da könnte man auch noch gewinnen, aber ich will mich da jetzt nicht gerade festsetzen. Dabei habe ich den zu wenig gespielt. Das war ein Treffer. Ebenso. Wow. Das war ein Schuss von links. Ja, jetzt bin ich unter Thompson unterwegs. Wie gesagt, mein Lexer, so die Klassen durch. Also die Leute, die überleben, ist also so eine Mission wie Rush und Search and Destroy. So, also man respawnt nicht gleich. Und ich muss sagen, die Angreifer haben es so ein bisschen schwerer. Denn gerade die erste Station hier ist ziemlich verwinkelt. Ja. Tödlicher Treffer und gleich das Abnehmen. Schade. Übrigens, in einer Stunde, jedenfalls wenn ihr das Ganze jetzt pünktlich um 14 Uhr seht, um 15 Uhr kommt täglich The Walking Dead Season 2. Jedenfalls so lange, wie die erste Episode halt eben geht. Wollte ich nur mal erwähnt haben, für alle Fans und euch. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele von euch, die das gerne sehen wollen. Und jetzt wisst ihr auch, wann das Ganze kommt, also 15 Uhr heute. 16 Uhr dann wieder Verdun. Ich denke mal, für jeden was dabei. Und es sieht schlecht aus für uns. Wir kommen einfach nicht an das Missionsziel A ran. Ich muss sagen, wir spielen heute ein bisschen hektischer. Also ich gerade momentan spiele sehr hektisch. Ist nicht so meine übliche Spielweise, muss ich sagen. Haben wir es geschafft? Oh, sehr schön.
Ich glaube, das war sogar gerade so am Limit. So, und jetzt die B. Das haben wir die Japaner nicht geschafft. Das heißt, wenn wir jetzt diese Flagge einnehmen, diesen Punkt, haben wir gewonnen. Und dann wäre auch diese Folge vorbei. Schauen wir mal, was wir so erreichen können. Ja, ihr könnt mir ruhig in die Kommentare posten, was für einen Spielmodus ihr euch gerne wünschen würdet oder so öfters wünschen würdet. Es gibt ja, wie gesagt, 4 Stück momentan. Feuergefecht ist so ein bisschen so Team Deathmatch. Dann gibt es, wie gesagt, Eroberung, Territorium, das so ein bisschen Flaggen einnehmen. Countdown ist dieser Spielmodus hier. Und dann gibt es noch das Panzergefecht. Das sind eigentlich so die 4 Spielmodi, die es zurzeit gibt. Ich glaube, es gibt keine zum Runterladen, keine optionalen. Also könnt ihr mal in die Kommentare posten, was ihr denn gerne mehr sehen wollt. Vielleicht werden wir mehr Panzer sehen. Ist natürlich alles erlaubt. Schack. Das war scheiße. Gut, jetzt eine Stellung noch gehalten. Sehr schön. Es sieht gut für uns aus. Wow, 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 wow. Ja. Das war's, Typ 99, glaube ich, heißt das Gewehr. Wow, 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 wow. Alter. Typ 99 oder Typ 69, ich weiß gar nicht, wie das Maschinengewehr heißt. So, der ist auf jeden Fall tot. Der müsste sich gleich umfallen, wenn das ihn nicht bandagieren. Fuck. Ja, klassisches Beispiel von Rückstoß, und zwar gnadenloser Rückstoß von der Thompson. Keine Chance im Nahkampf was zu treffen damit. So, letzten Besatzungen wurden hier freigelassen durch den Kommandeur. Kann man so ein bisschen erzwingen, das Ganze. Wir müssen das Ganze erobern. Wir haben noch 45 Sekunden Zeit. Das könnte knapp werden. Die Japaner haben sich ganz gut versteckt dahinter im Dickicht. Die sind weniger hier vorne, die sind mehr hinten irgendwo. Man sieht sie gar nicht so gut. So, das sieht... Das war ein Kommandeur mit einem Katana sogar. Wow, das war ein Glückstreffer. Und ich sehe gerade... Match gewonnen. Ja, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Vergesst nicht, 15 Uhr für The Walking Dead Season 2 einzuschalten. Und für Verdor-Fans, Mensch, geht's schon los hier durch ganze Hektik, gibt es ab 16 Uhr was Schönes zu sehen. Dranbleiben angesagt. Da gibt's noch ein paar Infos für das kommende Gewinnspiel. Ich freue mich auf zahlreiche Zuschauer. Und wie gesagt, morgen gibt es eine neue Folge um 14 Uhr. Bleibt dran für The Walking Dead. Und bis bald. Macht's gut.